Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Mein Name ist Kai und ihr seht, es köchelt schon einiges hier vor sich hin. Wir machen heute Kohlrouladen und zwar mit Chinakohl. Was hier schon kocht, das sind 150 Gramm Quinoa. Die köcheln jetzt hier so langsam vor sich hin. Da komme ich aber gleich zu, denn ihr könnt auch Reis nehmen. Als erstes müssen wir uns allerdings um den Chinakohl kümmern. Ich habe jetzt versucht, den möglichst großen zu bekommen. Denn wir brauchen 8 Blätter von diesem Chinakohl. Die schneidet ihr entsprechend ab. Da wird dann quasi nachher die ganze Masse drin eingewickelt. Ihr stellt die möglichst hochkant hier in euren Varoma. 500 Milliliter Wasser kommen in den Kessel und dann wird das Ganze gedämpft. Und zwar 13 Minuten in der Varoma-Stufe. Das Gericht, was wir heute machen, ist ein bisschen aufwendiger, also gibt einiges zu tun. Bleibt auf jeden Fall dran und wenn Fragen sind, ladet euch die PDF runter, schaut nach oder schreibt uns gerne an. Wie gesagt, 13 Minuten, Varoma Stufe 1, das Ganze kochen und dann ist auch unser Quinoa fertig. Und dann geht's weiter. So, unser Quinoa ist jetzt soweit fertig. Wir warten jetzt noch auf unsere Chinakohlblätter und dann erkläre ich euch den nächsten Arbeitsschritt. Ich gucke nur, ob das Quinoa durch ist. Also es sieht auf jeden Fall so aus. Ist es. Ist es eigentlich das Quinoa oder der Quinoa? Ich werde das mal in Erfahrung bringen. Wir stellen jetzt den Varoma zur Seite. Unsere Blätter sind gedünstet und wir stellen die jetzt erstmal zur Seite, so sieht es dann aus. Ist auch nicht schlimm, wenn die jetzt ein bisschen abkühlen. Der Topf wird ausgeleert und ein klein bisschen getrocknet. Deswegen habe ich mir hier das Geschirrhandtuch schon bereitgelegt. Denn nun kommt unser nächster Arbeitsschritt. Wir haben ein etwa walnussgroßes Stück Ingwer. Das lag jetzt hier direkt neben den Kartoffeln. Ich muss mal überprüfen. Ja, es ist der Ingwer. Das kommt in den Mixtopf und wird 5 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinert. Bleib, wo du bist. So, 8 Sekunden Stufe 8 zerkleinert. Das Ganze nach unten. Und jetzt kommen 200 Gramm Süßkartoffeln hinzu. Und jetzt muss ich mal schauen, wo der Deckel hier von meinem Mixtopf ist. Also 200 Gramm Süßkartoffeln in Stücke und auch die wieder 8 Sekunden Stufe 5. So, als nächstes kommen da 50 Gramm Wasser dazu. Jetzt müssen wir das Ganze mit dem Spatel noch ein bisschen nach unten schieben. Oh, der Ingwer, der riecht richtig gut. Ich liebe Ingwer. Das ist was ganz Tolles. Vielleicht machen wir demnächst mal Ingwer-Grundstock. Das wäre eine schöne Idee. Habe ich auch bei uns im Forum gelesen. Gibt es tolle Sachen. 10 Minuten, 100 Grad, Stufe 1. So, und dann melde ich mich wieder. So, damit ist unser Süßkartoffel-Ingwer-Brei fertig. Und genauso sieht es auch aus, ja, wie Kartoffelbrei. Ja, das nächste, was jetzt reinkommt, sind der Quinoa und die Bohnen. Quinoa, den gekochten, habe ich eben schon vorbereitet. Wie man den zubereitet, das entnehmt ihr am besten der entsprechenden Packung. Ihr könnt auch Reis nehmen. Ja. Aber ich finde irgendwie Quinoa in dem Fall ist interessanter. Wie gesagt, 150 Gramm gekochter Quinoa. Da bleibt jetzt noch ein bisschen über. Das ist aber nicht schlimm. Den verarbeite ich anderweitig. Dann die Bohnen, die schwarzen Kidneybohnen, esse ich übrigens unglaublich gerne auch so. Kommen auch da rein. Müsst ihr vorher natürlich abtropfen, ganz klar. Das Ganze jetzt 10 Sekunden Stufe 6 miteinander vermischen.
und mit dem Spatel nach unten schieben, was sich da oben dank der Zentrifugalkraft angesammelt hat. Und dann nochmal 10 Sekunden Stufe 6 miteinander vermischen. So, als nächstes müsst ihr das kräftig abschmecken. Da gab es jetzt in unserem Rezept im Forum keine genaue Vorgabe, wie das abgeschmeckt werden soll. Aber jetzt habe ich natürlich gedacht, hier Quinoa, schwarze Bohnen, das ist ja so ein Mousse mit Ingwer und Süßkartoffeln. Das klingt schon sehr, ich sag mal, südamerikanisch so ein bisschen. Ja? Und genau deswegen werde ich das auch so abschmecken. Ich werde ein paar Chiliflocken dazugeben, ein klein bisschen Paprika rosenscharf, ein bisschen, ganz bisschen Piment und ein Tröpfchen Tabasco. Na, zwei. So. Dann Salz natürlich. Ein wenig Pfeffer. So. Ich mische nochmal. Dann gucken wir mal, wie es angeht. Jetzt nur noch Stufe 4. Also es ist zwar eh schon Matsch, aber muss ja jetzt nur noch miteinander vermischt werden und dann geh auf. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Es riecht echt gut mit dem Ingwer, das ist fantastisch. Ich bin gespannt, sehr gespannt. Ich nehme jetzt hier einen großen Löffel. Also nicht zu scharf. Ja, Ingwer kommt super raus. Kann man fast schon so essen. Geil. Schmeckt echt gut. So, und jetzt füllen wir die Blätter. Die Kohlblätter. Das ist jetzt wieder für mich so eine Challenge. Ja, das habe ich auch noch nie gemacht. Im Rezept steht Folgendes. Kohlblatt ausbreiten. Ihr seht, das hat jetzt ein Loch. Aber macht nichts. Einen großen Esslöffel drauf. Das ist ein großer Esslöffel. So, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu viel ist. Einklappen, einrollen, in Varoma legen. So, ich gehe mal davon aus, einklappen so und einrollen so. Ja. Ich bin stolz auf mich. Also das klappt erstaunlich gut mit diesem Einrollen hier, hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, das sind so Sachen, an denen ich normalerweise scheiter. Ja? Aber das ist ja das Coole hier in der Wunderkesselküche, weil ich die Sachen ja auch wirklich zum allerersten Mal und quasi live und ungeschnitten, naja geschnitten schon, ja, aber ungeschönt zumindest für euch hier ausprobiere. Ja? Und genauso würde ich das zu Hause ja auch ausprobieren und da ist ja dann auch mal so, dass man sagt, so, okay, alles klar, wie mache ich das jetzt am besten? Ja, funktioniert das? Und das ist halt echt spannend, weil ich hier dann auch mal wirklich Sachen dann auch machen könnte, wo ich jetzt zu Hause sagen würde, ach nee, jetzt da einrollen, das schaffe ich nicht. Aber hier sieht man, wie einfach das geht. Ich nehme mal den Boden noch raus, weil dann machen wir die anderen vier hier oben drauf. Ja, und ihr seht das auch, weil ganz im Ernst, ich bin ja kein Profikoch. Ja? Ich bin eigentlich auch nur ein ganz normaler Thermomix-User, wie ihr auch. Wahrscheinlich gibt es auch einige da draußen, die den Thermomix noch häufiger benutzen als ich. Aber wenn sogar ich das hinbekomme, dann schafft ihr das auf jeden Fall. So, ist alles raus jetzt. Hat genau gereicht. Ich dachte am Anfang erst, es wäre zu viel. Aber es hat genau gereicht. Jetzt gut, jetzt ein kleiner Tipp von mir. Vielleicht, ich hatte jetzt einfach keinen größeren Chinakohl bekommen. Ihr hättet natürlich einen größeren Chinakohl, dann hättet ihr größere Blätter. Im Nachhinein habe ich gerade gedacht, wenn ich jetzt noch zwei von den kleineren genommen hätte, wäre das auch okay gewesen. Ja, dann hätte man jetzt die nicht ganz so voll machen müssen. Also mit 8 großen kommt ihr also locker hin. Ja. Es ist nicht zu viel, aber es ist halt auch jetzt nicht mehr ganz so viel übrig. Ja. Ich mache das jetzt mal raus, weil wir müssen jetzt den Kessel sauber machen. Da kommt jetzt gleich unsere Soße rein und unsere Kartoffeln. 600 Gramm im Garkörbchen und über der Soße
werden unsere Rouladen nämlich gedünstet. So, wir kommen zum nächsten großen Arbeitsschritt, sage ich mal, eigentlich auch dem letzten. Wir kommen zur Soße und den Kartoffeln. Ich habe schon gesagt, 600 Gramm Kartoffeln habe ich hier so in mundgerechte Stückchen geschnitten und ins Garkörbchen eingelegt. Aber das Coole, und das ist das, was mich an diesem Rezept begeistert, ist, wir kochen das alles jetzt zusammen in einem Gerät. Ja, Aroma oben drauf, Soße unten drin, Kartoffeln in der Mitte. Finde ich bombastisch. Ja? Also da ist der Thermomix wirklich unschlagbar. Eine kleine Zwiebel brauchen wir, die habe ich schon mal halbiert. Und eine Knoblauchzehe. Die werden jetzt die üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Dann mit dem Spatel nach unten und ein Esslöffel Olivenöl dazu. Denn wir dünsten jetzt die Zwiebeln an. Esslöffelchen Olivenöl. Ja, das wird knapp, da ist nicht mehr ganz so viel drin, aber wenn ich die Flasche auswringe, reicht's. So, das Ganze 3 Minuten, 120 Grad, Stufe 1, ne, kennt ihr, das übliche Andünsten. Und ich schalte mal auf Aroma, dann geht's schneller, wird schneller heiß. So, in der Zwischenzeit verrate ich euch, was wir noch für unser Sößchen brauchen, außer halt Kartoffeln, wie gesagt, ja keine Soße. Wir nehmen Paprika, 125 Gramm, habe ich schon mal hier vorgeschnitten, 275 Gramm Zucchini und eine kleine Dose Tomaten. Ich weiß, das ist eine große, aber ich hatte leider nur noch eine große. Wir haben wirklich keine kleine Dose Tomaten bekommen, in zwei Geschäften, nur große, ist mir noch nie passiert. Ist unglaublich, ja. Notstand. Außerdem brauchen wir nachher noch Macadamia-Creme zum Abschmecken. Komme ich aber später noch zu. So, unsere Zwiebeln sind angedünstet. Ja, ich weiß. Jetzt schieben wir noch mal ein bisschen nach unten. Hier kommt jetzt unsere Paprika rein. 125 Gramm. Wie bereits erwähnt, die Zucchini. 275 Gramm. Das Ganze auch noch mal 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinern. Ich habe die Tomaten schon mal abgewogen. Ach guck mal, das sieht richtig schön bunt aus. Ne? Das wird unsere Soße jetzt hier. Ich zeige euch das mal. Das sieht richtig schön aus. Das ist schon fast, sieht aus wie so ein mexikanisches Gemüse. Ja? Und dann auch hier die entsprechenden, also das ist mit Chinakohl, das ist so Mexiko trifft Asien oder so. Also 400 Gramm von den Tomaten rein. In dem Fall halt eine kleine Dose. Setzen das Garkörbchen ein. Deckel drauf. Varoma drauf. Und jetzt 30 Minuten Varoma Stufe 1. Ich bin ja eigentlich immer gespannt, was aus unseren Rezepten wird. Bei dem hier bin ich davon überzeugt, dass es mir schmecken wird. Jetzt schon. Weil alles, was da drin ist, mag ich. Alles. Sogar den Kohl. Nein, also das wird mit Sicherheit cool. Aber jetzt heißt es abwarten. Und ihr habt das große Glück, ihr könnt einfach dranbleiben. Wir machen einen kurzen Schnitt und dann sind wir in 30 Minuten wieder da. Wie immer freue ich mich, dass es endlich fertig ist. Ich bin ganz gespannt und vor allen Dingen auch hungrig. So, das erste, was ich sehe, ist, vielleicht waren die Blätter doch ein bisschen zu klein und ich hätte etwas weniger Füllung reinmachen müssen, aber das ist vernachlässigbar. Ich kann damit leben. Jetzt wollen wir mal ganz kurz schauen, ob die Kartoffeln durch sind, weil da war ja jetzt echt nicht viel Flüssigkeit drin. Ja, wir sind durch. Ja. Die sind durch. Nehmen wir mal raus aus dem Kessel. Und ich stelle mal hier drauf. Oh, nee, hätte ich vielleicht doch besser einen Teller geholt. Na, das muss jetzt halten. Denn unser Sößchen hier unten, das müssen wir jetzt noch etwas aufpimpen. Ja? Aufpeppen, sagt man ja auch. Und zwar nehme ich dazu Macadamia-Creme. Ja, warum? Weil ich Macadamia mag. Und zwar einen richtig großen
Esslöffel. Ihr könnt auch zwei Esslöffel nehmen. Ich mache ein bisschen mehr. Das schmeckt bestimmt gut. So, also zwei Esslöffel. Das kommt etwa hin. Dann kommt noch ein bisschen Salz dazu. Etwa einen Teelöffel. Und das Ganze wird jetzt nochmal püriert. 20 Sekunden auf Stufe 8. Und in der Zwischenzeit richte ich schon mal hier unsere Rouladen an. So, und mache ich jetzt mit den Kartoffeln hier, die hätte ich auch schon mal umfüllen können hier. Naja, komm, mach das jetzt einfach mal so hier und stell's alles versaut jetzt hier rüber auf den Varoma. Wurscht! Soße ist fertig. Kartoffeln sind fertig. Boah, cool. Das sieht echt gut aus. Ich gieße das jetzt einfach hier drauf. Ich kann nicht mehr wirklich warten. Ich mache das jetzt einmal so ein bisschen hier über die Kartoffeln. Ein klein bisschen hier so über die Rouladen. Und ein bisschen an die Seite. So, na, nicht an die Seite, aber gut. Aber gut, das wische ich gleich weg. Aber jetzt, nee, ich mache erst sauber. Ich kann nicht essen, wenn Dreck ist. Geht gar nicht. Hier sieht es aus wie... Mama hat immer gesagt, wie bei Hempels und am Sofa. Ne? Wie sagt man bei euch? Schreibt mal, würde mich interessieren. Ich entschuldige mich jetzt schon bei der Familie Hempel. Ich habe keine Ahnung, wie es bei denen unterm Sofa aussieht. So, jetzt wird probiert. Ich bin mega gespannt. Ich beginne mit der Soße. Kartoffelchen dazu. Geil. Das ist echt toll. Das ist mega. Das ist wirklich fruchtig und trotzdem scharf, also nicht scharf ist es nicht, aber es ist würzig, ja, aber nicht scharf. Mit dieser Macadamia-Creme, das kommt super gut raus. Ja, natürlich, die ist echt nicht ganz billig, man kann die auch weglassen, aber das braucht's. Also ich glaube, das braucht's. Jetzt bin ich auf die Rouladen gespannt. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, so wie das hier aussieht, das sieht aus wie ein Taco, oder? Ich kann mir auch vorstellen, dass man diese Füllung, die ich jetzt hier gerade gemacht habe, durchaus auch als Taco-Füllung nehmen kann. Ja, so wenn ihr mal mexikanisch macht, so statt dem regulären Bohnenmus, macht mal das hier. Ja, braucht ihr ja nur diese Mousse zu machen und macht man ja dann so in die Tacos rein. Also kann ich mir echt vorstellen. Ja, gerade auch mit den Gewürzen. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Und, na, das ist noch ein bisschen, hängt noch ein bisschen. Perfekt. Das schmeckt wirklich ein bisschen wie beim Mexikaner. Das ist toll. Ich finde das großartig. Also ich will jetzt hier nicht alles zerschreddern, denn wir müssen das ja noch fotografieren für unsere PDF, die ihr euch runterladen könnt, wo auch das Rezept drin steht. Und die solltet ihr runterladen, denn das nachzukochen lohnt sich wirklich. Also ich bin echt begeistert. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich bin überzeugt, dass mir das schmeckt und es schmeckt mir wirklich. Das ist mein Gericht. Eigentlich mit Abstand das beste Gericht, das ich in den letzten anderthalb Stunden gekocht habe. Das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schickt mir einen Daumen nach oben. Einfach da klicken. Nee, Quatsch, das ist ja anders. Hier, da müsst ihr klicken. Nee, oder hier? Ich weiß nicht. Also, ihr wisst wo. Ja? Wenn ihr den Kanal abonniert, dann bekommt ihr weitere tolle Rezepte. Mehrfach in der Woche. Ja, wir haben hier einen Wahnsinns-Output und ich freue mich natürlich auch über eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und danke. Guten Appetit!
Eine kleine Zwiebel habe ich euch schon mal vorbereitet, hier in zwei Hälften geschnitten. Lass laufen, bitte lass laufen.